Hallo und willkommen zurück bei unserer One-Block-Challenge. So, ich werde mir wieder hier jede Menge Schnee ranfarmen, weil ich habe nichts mehr und muss ja meine Monsterfarm fertig bauen. Und Emily kümmert sich heute um den One-Block. Ja. One-Block. Ja. Und du musst das auch einordnen und einsortieren. Nicht vergessen. Kisten erweitern und. Kisten. Also, wir legen jetzt mal. Ah genau, wow. Apropos Holz, das kann ich auch machen. Ich kann auf unserer Insel. Du kannst sitzen. Nein, wir haben keine Sitze. Sie haben wir sitzen. Ja, weil die vom letzten Mal vergessen aufzusammeln. Du kannst ja auch schauen, ob wir noch Erde haben und kannst das ja erweitern. Jetzt hast du voll gut Schnee gesammelt. Ja. Du kannst ja. Ja, entweder das oder du schmeißt es mit zur Kiste beim. Da ist noch einer nicht. Ja, also wie ihr seht, mit Steinen funktioniert das relativ gut unten drunter, weil beim alten Mal haben wir ja das gehabt mit Erde und dann ist ständig der Block weg gewesen. Also ich werde das nicht erweitern, weil was will ich erweitern? Ich will nicht erweitern. Haben wir keine, oder was? Haben wir keine Erde? Doch. Aber? Zu wenig. Ja, dann farm doch ein bisschen Ding beim One-Block. Kannst du ja eh, aber nachher kannst du wieder One-Block machen. Und ich probiere, dass ich heute das. Ja. Da ist ja kein One-Block. Ja, aber du baust nie One-Block ab. Das letzte Mal haben wir. Jetzt, warum? Was tust du? Hast ich aber einen One-Block ab. Du was bist du für einer? Ja, was bist du? Du baust nie gescheit One-Block ab. Sicher. Nein. Sicher. Nicht zum Nobeinander, da wachsen sie nicht. Sicher wachsen sie. Nein. Meine Güte, du kennst die ja gar nicht aus. Ja, besser wie du. Stimmt nicht. Vielleicht nicht wirklich, aber trotzdem. Besser wie du. Na, du hast kein Minecraft-Wissen. Kinder. Hm? Ich weiß zumindest, wie man Bäume richtig hinsetzt. Ja, dass ich auch. Viele raufpassen. Ja, voll. Aha. Ich hole mir Schnee und beschmeiß dich mit Schnee. Das ist unnötige Arbeit, die du dir da verschaffst. Was? Was für unnötige Arbeit? Ja, das ist unnötige Arbeit dann gewesen. Wenn, warum? Du, wenn du mich dann mit den Schneebällen abwirfst. Oh. Ich glaube, du solltest überall rundherum Stein setzen. Jo. Wär schlau. Wo haben wir Steine? Sneaky, du hast eine Blume ausgebracht. Was? Super! Wir haben eine neue Blume. Durch cool. Den Sniffer. Die setze ich. Ja, was bringt dir die eigentlich? Die ist schön. Und? Schön. Was bringt dir die? Schön. Was bringt dir die schön? Ja, die ist schön. Tada! Jetzt wächst sie bei uns im Feld. Warte, ist das ein Nachbar? Schau, jetzt ist doch perfekt, schau. Ja. Ich habe schon fast 3 Stacks Schnee. Super. Ist doch cool, oder? Ja. Ja, so fleißig bin ich. Und was machst du? Kein One-Block. Doch, so her. Hey, ah ja, wirklich, aber du musst die Sachen einsammeln. Du könntest dich einfach mal wieder oben draufstellen, dann sammelst du es schnell ein. Nein, dann werde ich von den ganzen Monstern. Du wirst sowieso angegriffen, wenn die Monster kommen. Egal. Ja, mir auch. Also du hast mach's gesagt, das. Ich muss mit Abstand abbauen. Nein, muss ich nicht. Du hast gesagt, ich muss mit Abstand abbauen. So ein Quatsch. Habe ich gar nicht. Wer kann sich daran noch erinnern? Niemand. Habe ich nie gesagt. Das ist schon wieder so lange her, das zählt nicht. Warum lügst du? Ich lüge nicht. Ich sage nicht, es ist schon so lange her, das zählt nicht. Hey, was ist jetzt passiert? Was ist wann passiert? Keine Ahnung, der Schneemann ist irgendwie gewandert. Der Schneemann. Jetzt steht er doppelt. Jetzt kannst du doppelt abbauen. Das bringt mir nichts. Ja doch, da kriegst du doppelt so viel Schnee. Ich kann immer nur einen abbauen. Jetzt, was tut der? Der ja, passt doch. Okay, dann stehe ich halt da. Passt doch. Ich weiß nicht, was du dagegen hast. Ich habe auch keine Ahnung. Cool Block. Ja, dann tust du bitte nicht in den Ofen rein und sammel die Sachen oben bitte einmal wieder ein. Du könntest Speichere ganz. Mach das mit meinen Regeln. Du könntest das ganz zurück machen. Du könntest einfach mal, sag's mir,
dir eine Kiste dahin tun. Das funktioniert aber nicht. Und nein, tu dir eine Kiste hin und dann musst du ständig wieder da weglaufen. Ich hab das gesehen. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast übrigens was in den Sniffer getroffen. Hab ich nicht. Ich bin ich da. Ich kann auf dein Ding gucken. Was hast du? Ich kann auf dein Aim gucken. Was ist mein Aim? Dein Bildschirm. So. Ja, das ist ja unser. Das ist ein Bildschirm. Ja, aber ich kann auf deine Seite gucken. Aha. Deswegen. Wo du. Ah, Doki, hilf mir! Help me! Ja, was tust du? Mein Hund! Ja, greif hilf doch! Mir. Du schaffst. Du schaffst das! So, der Witz des Tages, es ist Tag, das Skelett brennt und Emily stirbt fast. Mein Hund hat kein Leben mehr! Woher willst du das wissen? An seinem Schwanz, wenn der Schwanz ganz unten ist, dann hat er fast kein Leben mehr. Doku, komm her, du kriegst was zu essen. Ja, wie mehr rohes Fleisch, oder? Ja. Aber kein Hühnchen geben, der ist ja vergiftet und stirbt er. Nein, Hühnchen gebe ich ihm nicht. Ich darf ihm nicht alles geben. Warum? Ich hab dann noch Hunger. Warum darfst du ihm nicht alles geben? Weil du es. Warum? Weißt du es. Vielleicht kommen ja bald die einen Gürteltiere dazu, dann können wir mal Rüstung machen. Oh, das wäre schön. Ja, genau, dann könnten wir für die Hunde endlich Rüstung machen. Ja. Dann leben sie länger. So, ich habe jetzt dann hoffentlich 4 oder 5 oder 6 Decks beieinander. Na, scharf, geh mal weg. Musst du jetzt meinen Hund heilen? Heilen mit dem Hund. So, nimm mir ja neue Schafsflasche. Ich habe jetzt wie viel Schnee? So viel, dass ich schon wieder nichts machen kann. Boah, schau, mein ganzes Inventar ist voll mit Schnee. Ich hab fast. Schau dir das an, ich hab 4 Sticks. 4,5 Sticks. Doku ist wieder geheilt. Super. Ich bin super. So, komm mit. Jetzt ist sein Schwanz wieder ganz oben. Jetzt hat er wieder volles Leben. Abgeworfen mit einem Schneeball, der ist mir geblieben. Ja. So, also ich gehe jetzt da nach oben. Oh, magst du deine Hundehütte? Da habe ich. Ja, so. Feines Hütchen. Genau. So, mit dem sollte ich da oben dann fertig bauen. Hey, Emily, kannst du, wenn du holst, hey, der erste Baum ist gewachsen. Ich weiß. Hey, wenn du eine Schere mitnimmst, da sind Lianen, dann können wir die auch hernehmen. Lianen? Warum sind da Kürbisse? Was ist die denn geworden? Warum? Weil es schön ist. Meine Güte, sie. Nein. Ich bin fast runtergefallen. So. Also. Das ist gut. Das ist nicht gut. Wir haben Eisen. Ja, wir haben einen Eisenblock. So. Wir bräuchten einen Eisengolem. Warte. Wir haben Eisen, kann ich in der normalen Welt sagen. Aber hier, ach, hast du Eisenblock. Da brauchst du nicht so viel Eisen. Wir brauchen schon Eisen. Bist du gleich mal full Iron? Meine, ja, das passt. Pass auf dich auf. Ja, mach ich doch. Und es wird Nacht, das heißt, da werden wir noch raus. Nein. Hast du Fackeln mit? Natürlich habe ich Fackeln mit. Super, schlauer Papa. Ja, ich weiß. Ich muss nur noch 2 Blöcke hoch. Und wenn ich 2 Blöcke hoch bin, dann habe ich die Plattform fertig. Super. Wo sie runterfallen sollen. Gut gemacht. Ja, ich weiß. Ich mache das ja auch taktisch. Taktisch. Tick-Tack. Ich habe noch einen Wolf, ich habe noch einen Hund. Doku, dann zähm ihn. Setz dich hin. Ich habe aber keine Knochen. Ja, was mit dem Skelett, was da letztens gestorben ist? Das hat nur Pfeile gedroppt. Du musst ihn leider weg tun. So, warte. Nein. Ja, sicher. Nein? Was heißt denn nein? Nein, warte. Ich hole mir kurz was zum Eimer. Ich baue den ein, bis ich genug Knochen habe. Aha, okay. Kannst du mir... Ich hab gesagt... Hast du ihn jetzt runtergeschmissen? Ja, er ist mit einem Schaf runtergefallen. Aber wir haben eh noch so viele Schafe. Er wollte ein Schaf killen, dann ist das Schaf runtergesprungen und er ist nachgesprungen. Super. Ja. Aber ein Schaf hat so überlebt. Ja, wir haben eh mehrere Schafe. Du kannst das ja mit Getreide eventuell mal reinlocken ins Gehege und so. Ach, und dann brauchen wir das Nametag, dass wir das Ding ausprobieren können, so wie du gesagt hast. Wir haben doch nicht mal einen Amboss. Erstmal das, dann müssen wir so viel. So, also ich bin jetzt bis nach oben mit Leitern. Und jetzt mache ich. Lachs! Hey, Lachs! Will Lachs essen!
Essen! Ja, Essen! Oh, warte, ich kann es nicht. Ich bin kurz weg. Warum? Weil ich meine Sachen einsortieren muss. Achso, okay. Und weil ich nichts mehr brauche. 5. 6. 7. 8. Okay. Dann haben wir da. Yes. Nummer 9. Und brauchen wir jetzt hoch. Ich brauche noch Platz in Mai. Aha. Wie auch immer. Ja, das ist schon ein bisschen Englisch, aber. Naja. So. Ja, irgendwie passt immer. Ja, genau. Kannst du mir aus Holz Falltüren machen? Warum? Weil ich insgesamt jetzt mal 16 Falltüren brauche. Was? Ja, ich brauche 16 Falltüren. Warum? Ja, dass die Monster da dann runterfallen. Okay, Sekunde. Und wenn wir haben, könntest du mir Ding noch machen. Ein paar... Na, no, wie heißt das jetzt? Was willst du? Oh, ja, ich habe 42 Teppiche. Da könntest du mir noch ein paar machen, das wäre super. Du, wir haben keine Wolle. Dann nimm eine Schere und scher die. Schere. Wie nennt man das? Schneid die Schafe ab. Nein, das nennt man Scheren. Scheren. Schneid die Wolle ab. Schneid die Wolle ab, genau so. Ich habe 17 Falltüren gemacht. 17. Ja, 17. Ja, das passt. Dann entweder bringst du es mir hoch oder. Ich auf hier. Dann kann ich mal ein wunderschönes Wasserbecken ausprobieren. Beim Runterspringen und hoffen, dass du nicht stirbst. Ja, genau. Also bitte. Nicht sterben. Nee, ich kann nicht. Und warum ist die Leiter eigentlich so doof gebaut? Ja, weil da die halbe Treppe drunter ist. Und weil die. Ja, ich weiß. Die Leiter ist nicht gut gebaut. Ich weiß. Warum sagst du die ganze Zeit, ich weiß? Ja, weil ich weiß. Das hat mich selbst auch schon geärgert. Ich soll da lebend hochkommen. Ja, das habe ich selbst auch schon gemerkt. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Challenge. Boah, bist du gemein. Das ist eine Challenge, Mann. Also, es ist keine Challenge. Sicher. Ich weiß. Darum ist es ja die Challenge. Die Challenge des Überlebens. Und ich brauche. Was machst du? Bau doch unten das Wasserbecken einfach anders hin. Nee, no. Nö. Sonst sterbe ich wieder beim Runterspringen. Wow. Okay, warte. Ah! Ups. Yipsi. Hast du gut gemacht. Also deine Leiter ist sehr. Konstruktiv. Was war das? Du bist genauso wie ich. Nein, mich hat da oben ein Skelett abgeschossen. Super. Boah, das hat mich jetzt. Boah. Ich muss mir mein Schwert holen. Ich muss meine Sachen wieder einsammeln. Das ist ärger. Warum ist da eine Hexe? Warte, ich erledige die. Ist das eine Hexe? Ja, es ist eine Hexe. Dieser Barco auf die Schiene. Was machst du? Die wirft dich mit Giftkräften ab. Bist du doof? Ist mir egal. Meine Güte! Runterwerfen! Ich muss die Hexe runterwerfen. Zack. Na, das waren Flaschen. Ist mir egal, du stirbst gleich. Ja und? Tue ich nicht. Was denn, ich bin nur vergiftet. Ich muss nur meine Sachen da einsammeln. Hast du gut gemacht. Du hast große Angst. Und als Aufmunterung gibt es einen Witz. Einen Witz zur Aufmunterung. Ja, okay. Einen Witz der Emily heißt er. Ein Witz der Emily heißt er. Na, dann erzähl dir einen Witz, komm. Wir sind alle gespannt. Also. Auf diese vorigen Witze. Also, Und dann erzähl ich mal meinen Lorich-Witz. Also. Ein Lehrer unterrichtet gerade ein neues Team. Okay. Ein Schüler ist halt die ganze Zeit am Quatsch. Dann fragt der Lehrer so, warum quatschst du die ganze Zeit unter meinem Unterricht? Dann sagt der Schüler so, Gegenfrage, warum unterrichten sie, wenn ich quatsche? Dann sagt der Lehrer, wenn du meinst, dass du es besser kannst, dann erklär nochmal das neue Thema. Dann sagt der Schüler so, okay, wenn ich es erklären kann, dann darf ich nach Hause gehen. Dann sagt der Lehrer gleich drauf so, und wenn du es falsch erklärst, dann musst du nachsitzen.
Dann fängt der Schüler an zu erklären. Also. Wie war das? Warte, ich muss kurz überlegen. Wir müssen nachsitzen. Photosynthese ist das neue Thema. Er nimmt seine Sachen und geht nach Hause. Weil er hat es so indirekt erklärt. Ah. Es ist ja das heutige Thema. Ich weiß nicht, wer den Witz jetzt gerade versteht. Keiner. Das macht keinen Sinn. Wer ihn versteht, kann gerne ein Like da lassen. Ja. Mach ein Abo, damit ich sehe. Das freut mich. Nein, ich. Was machst du? Ja, die Hexe hat unsere wunderschöne Gestalt gemacht. Ja schon, das ist schön, aber was machst du jetzt gerade mit meinen ganzen Teppichen? Hast du Teppiche eingesammelt? Nein. Wo sind denn meine ganzen Teppiche hin? Nicht in meinem Inventar. Sind die runtergefallen? Nein. Ja sicher sind die runtergefallen. Nein. Ich mach den in deinem Inventar? Nein. Hast du Teppiche? Ich hab keine Teppiche. Ich hab keine. Aber ich habe 3 Flaschen. Nee, das freut mich. Ich brauche meinen Teppich. Ich mache die Teppiche. Ja, ich brauche keine Ahnung. Ich hol dir welche. Wie viele brauchst du? 100. 100. Ich kann aber nicht rechnen. Da ist ein Tumble. Ich weiß nicht, wie ich alle Leute schon mal bei dir schlafen. Das weiß ich selber, ob du das geschafft hast. So, das ärgert mich schon wieder so dermaßen. Emin, ich komme jetzt zu euch rein. Und jetzt schere ich euch ganz gut. Deine Wolle. Die ist runtergefallen. Nein. Irgendwas ist gerade runtergefallen. Aber nicht die Wolle. Doch. Die fällt in mein Inventar. Nein, die ist runtergefallen. Die ist in mein Inventar. Rest, was? Los. Ihr wollt doch nicht erfrieren. Da ist ja nichts mehr, was sie fressen können. Ja, da sind sie... Doch. Achso. Okay. Und wenn, dann sind sie selber schuld. Weil sie müssen ja alles immer auffressen. Und dann, wenn sie es brauchen, wenn sie es müssen, dann tun sie es nicht. Ja. Was für eine Logik habt ihr? So, also, Emily. Können Schafe überhaupt denken? Ja, jedes Tier muss irgendwie denken können. Ja, und dann, wenn ich rausgehe, dann was essen. Sehr. Ja, passt doch. Meine Güte, nein. Nein, mich geht nicht raus. Ja, warum machst du denn auf? Hab ich nicht. Sicher hast du. Weil ich rausgehen wollte, bin ich hier reingegangen. So, jetzt ess was. Ich hab noch genug Gras. Ich habe erst 13 Wolle, das reicht nicht. So, ich hoffe, ich hab nämlich erst 13 Treppiche. Treppiche? Ja. Teppiche. Teppiche? Hab ich doch gesagt. Na, du hast Treppiche gesagt. Ich hab Teppiche gesagt. Hast du nicht. Das Schaf hier draußen genau mal herkommen. Ich muss nämlich noch mehr Teppiche machen. Oder doch eher Treppiche. Kann man Schafe scheren, wenn sie geschert sind? Bambusblock. Ja, ist auch ein Holz. Ja, ich dachte, das ist Wassermelone. Was? Ja, keine Ahnung, ich dachte, das ist Wassermelone. Ist das seit wann? Ja, keine Ahnung, ich dachte, das ist grün Wassermelone. Ja, ich weiß, danke. Meine Herren. Es ist zum Reden. So. Was? Ha, was? Ich verstehe dich nicht. Ja, ich verstehe dich nicht. Okay, ich brauche dich nicht. Was? Ja, vielleicht wollen sie nichts fressen, vielleicht wollen ja, sie nicht gesungen werden. Aber wenn ich, sobald ich dann rausgehe, geht einfach raus. Dann fressen sie was. Ja, dann geht deswegen warte ich hier bis hier. Dann geh doch einfach raus, doch egal. Nö. Weil die sollen was fressen. Ich brauche Teppiche, also. Ja! Braves Schaf, du kriegst eine Auszeichnung von mir. Eine Auszeichnung? Ja, hier, schau. Zack, jetzt ist noch so. Wer will noch eine Auszeichnung, der darf jetzt was essen. Was hast du jetzt eigentlich mit deinen Blumen gemacht? Ich habe so mein Papier eingesetzt. Da ist noch weiße Wolle übrigens, beim Essen. Super. Ja, habe ich so reingetan. Ja, dann kannst du daraus wieder was ja, machen. Ja, ich zeige gerade auch eine Auszeichnung. Auszeichnung. Auszeichnung für die Schafe. So, ich nehme jetzt kurz was zum Essen mit. Ich sag jetzt, ich habe eine Auszeichnung bekommen. So. Du hast ja noch einen halben. Ich weiß, du willst, glaube ich, das. So. Okay, also beim nächsten Mal werde ich das jetzt hoffentlich schaffen, dass ich das da fertig mache. Ich war eh schon fast fertig. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und vergesst nicht, dein Like und ein Abo dazulassen und unsere anderen Bauvideos, was machst du? Unsere anderen Bauvideos eventuell auch zu schauen, falls ihr Lust habt. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.